People are not used to consider like dance as a job. Ich spiele Cello, seit ich 5 Jahre alt bin und habe seitdem auf jeden Fall auch fast jeden Tag meines Lebens am Cello gesessen. Ich habe dann nochmal Musik studiert und danach den Kontaktstudiengang Popularmusik in Hamburg gemacht. Ich glaube, die Menschen haben nie mehr im weitesten Sinne Kunst konsumiert wie jetzt in den letzten 15 Monaten. Und trotzdem war es irgendwie im Ansehen in der Gesellschaft nie so niedrig wie jetzt. Und als Unternehmer muss ich sagen, ey, ich habe da halt 60 bis 90 Leute, die für mich arbeiten. Aber wenn man genauer hinschaut, muss man leider feststellen, dass 4 von 7 Hilfspakete an Betriebskosten gebunden sind. Die allermeisten Kundschaften können nicht genügend angeben, wodurch nicht wenige durchs Raster fallen. Man finanziert nicht nach, man bezahlt die Leute nicht besser, nein, man macht irgendwelche Rettungsschirme für Riesenunternehmen, die dann nochmal Plus fahren. Denn wenn man als Bemessungsgrundlage die Statistik der Künstlersozialkasse nimmt, also wo es heißt, dass ein Kundschaftner vor Corona so ungefähr 17.000 Euro verdient hat, ja, bekommt man eine Zuwendung in Höhe von 6.374 Euro insgesamt über einen Zeitraum von mittlerweile gut 15 Monaten und das bei einem Umsatzverlust bis zu 100%. Trotzdem finde ich es irgendwie ein bisschen schwach zu sagen, ja, wir chillen jetzt alle unser Leben, als ob nichts ist und lassen aber dann die ganze Infrastruktur in den Arsch gehen. Umso wichtiger ist es jetzt nicht in Konkurrenz zueinander zu treten oder alleine kämpfen zu müssen, sondern ja, sich gegenseitig aufzubauen und zu unterstützen. Und aus dem Grund haben mein Kumpel Benny und ich eine Initiative ins Leben gerufen und die nennt sich Corona-Künstlerhilfe. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kunst- und Kulturschaffende zu unterstützen, die durch die Raster der staatlichen Soforthilfen fallen. Und wir machen hier den Unterschied, dass die Spenden, die wir weiterleiten, nicht an Betriebskosten gebunden sind. Weil die künstlerische Vielfalt in Gefahr ist, lasst uns bitte Tacheles reden, denn es ist es wert. Ich hätte mir voll sowas gewünscht, das geht nicht, aber dass man einfach 3 Tage alles ausmacht. Dass Menschen 3 Tage lang keine Musik hören dürfen, es läuft nichts im Fernsehen, alle Bücher sind abgeschlossen, keine Podcasts, kein Comedy, einfach gar nichts. Die Leute werden irre werden.